Bastian Ragas, geboren am 30. Juni 1971 in Lisse, Niederlande, ist ein vielseitig talentierter Künstler mit einer Karriere voller Höhen und Tiefen. Er ist als Leadsänger der Boyband Caught in the Act bekannt, einer in den 1990er Jahren in Europa und Asien beliebten Gruppe. Die Auflösung der Gruppe im Jahr 1998 markierte jedoch einen Wendepunkt in Bastians Leben und Karriere und zwang ihn, sich vielen Herausforderungen zu stellen, um seinen Ruf zu wahren und eine neue Richtung zu finden. Auch nach seinem Ausstieg aus der Gruppe gab Bastian seine Leidenschaft für die Kunst nicht auf. Im Jahr 2000 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum und erzielte mit seiner Rolle als Radames im Musical Aida schnell Erfolg und gewann den Johnny Kreikamp Musical Award. Die folgenden Jahre waren jedoch nicht ohne Herausforderungen und Misserfolge. Bastian steht durch seine Schauspiel-, Musik- und Moderatorenkarriere unter Druck und hat manchmal das Gefühl, dass seine Karriere hinter den Erwartungen zurückbleibt. Eine der größten Trauer für Bastian war der plötzliche Tod seines Bruders, des Schauspielers Röf Ragas, im Jahr 2007. Dieser Verlust hinterließ tiefe Spuren in seinem Herzen und veranlasste Bastian, ständig über die Werte des Lebens und der Familienbeziehungen nachzudenken. Obwohl er nach außen hin stark wirkte und seine Karriere fortsetzte, sah sich Bastian innerlich mit Leere und Einsamkeit konfrontiert. Im Alter von 53 Jahren sprach Bastian über die Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war. Seine Musikkarriere war nicht mehr auf dem Höhepunkt und er fühlte sich angesichts des Alters und der Veränderungen in der Unterhaltungsindustrie unter Druck gesetzt. Allerdings fand er immer Trost in seiner glücklichen Ehe mit Toske Ragas, seiner Frau, mit der er fast 20 Jahre voller Höhen und Tiefen im Leben teilte, und seinen drei Töchtern. Bastian gibt zu, dass sein aktuelles Leben manchmal Gefühle der Einsamkeit und Enttäuschung mit sich bringt, er versucht aber auch ständig, eine Zukunft für sich und seine Familie aufzubauen. Auch wenn er viele Misserfolge erlebte, blieb Bastian seinem Glauben an Kreativität und Kunst treu und wollte der Öffentlichkeit bedeutungsvolle Dinge näherbringen. Bastian Ragas denkt auch im Alter von 53 Jahren immer noch darüber nach, was vergangen ist und was vor ihm liegt. Er konnte nicht umhin, enttäuscht zu sein, als ihm klar wurde, dass seine Popularität während seiner Spitzenjahre bei Caught in the Act Sternchen mit der Zeit allmählich nachgelassen hatte. Die hohen Erwartungen der Öffentlichkeit und seine Karriere erzeugen manchmal großen Druck, so dass er befürchten muss, dass er nie wieder in sein goldenes Zeitalter zurückkehren wird. Im Laufe der Jahre hatte Bastian damit zu kämpfen, sich in einer immer raueren Unterhaltungsbranche wiederzufinden. Obwohl er mehr Musik veröffentlichte und an Fernsehsendungen teilnahm, ist die Anerkennung, die er erhielt, nicht mit seinem Höhepunkt zu vergleichen. Dies führt dazu, dass Bastian mit einer schmerzhaften Wahrheit konfrontiert wird: Anstrengung bringt nicht immer den gewünschten Erfolg. Doch worauf die Öffentlichkeit von Bastian, einem Künstler, der nicht nur für sein Talent, sondern auch für seine Aufrichtigkeit berühmt ist, immer gewartet hat, kam endlich, als er mehr über seine Traurigkeit und Leere sprach. Er gab zu, dass er sich aufgrund seiner künstlerischen Karriere manchmal verloren fühlte, obwohl er mit Toske Ragas eine glückliche Familie hatte. Bastian teilte mit, dass das Alter von 53 Jahren nicht nur das Alter der Reife sei, sondern auch das Alter tiefer Reflexionen über das Leben, über vergangene Entscheidungen und Dinge, die er nicht erreichen konnte. Doch trotz der Traurigkeit und Einsamkeit seines aktuellen Lebens hegt Bastian immer noch Hoffnung für die Zukunft. Er glaubt, dass Kunst keine Altersgrenze kennt und geht seiner Leidenschaft weiterhin optimistisch nach. Bastian versucht ständig, sich neu zu erfinden, und ist davon überzeugt,
dass er auf seiner künstlerischen Reise, auch wenn der Weg, der vor ihm liegt, nicht einfach sein wird, immer noch neue Freuden und Bedeutungen finden wird. Bastian Ragaz zeigt trotz vieler psychischer Belastungen und Misserfolge in seiner Karriere immer noch einen widerstandsfähigen Geist, der nicht so leicht zu erschüttern ist. Im Laufe der Jahre musste er sich der Realität stellen, dass seine einstige Jugend und sein Ruhm nicht mehr vorhanden sind. Er ist sich der Misserfolge bei der Aufrechterhaltung einer Top-Musikkarriere durchaus bewusst, insbesondere wenn sich der Musikmarkt ständig verändert und der Geschmack des Publikums nicht mehr derselbe ist wie zuvor. Aber Bastian ließ nicht zu, dass die Traurigkeit sein ganzes Leben beherrschte. Er erzählte einmal, dass seine Familie, insbesondere seine Frau Toske und seine drei Töchter, in seinen dunkelsten Momenten immer eine starke Stütze waren, die ihm bei der Überwindung half. Ihre fast zwei Jahrzehnte währende Beziehung brachte ihm nicht nur persönliches Glück, sondern auch die größte The first time, sadly, in my whole entire life at 28 years old, that I had felt grateful. And I remember, I was like, this has to be what gratitude feels like. Like, I am so on fire, just happy to be sober. I'm making an impact in these people's lives and they're paying me. It was just like, boom, mind blown. And it was that moment that I remember, I'm like, I don't know if I can achieve this every day, but I'm gonna work every day to get this feeling again. And I was right. I don't feel that gratitude every day. But I know, like, that was the turning point for me. And from there, my gratitude practices deepened. I started getting more into, like, writing about one thing I'm grateful for. And, like, sometimes it'd go two pages. And really trying to find the gratitude in each moment of each day and the gratitude in the lessons. That's how I started to embrace my losses. But I found the gratitude. I'm like, okay, that was a like, really expensive mistake there. But you know what? Like, I'm just grateful it wasn't more. I'm just grateful that he showed his true colors sooner rather than later. I'm grateful that I didn't get dragged along through the mud even longer because it was a pretty quick kind of rip off. I've never publicly even talked about the details, and I don't know if I ever will. But, you know, it was a turning point for me. That's gratitude has hands down been one of the things that I try to stay rooted in no matter what. Oh, you're muted. Yeah, I am sorry. That's like finding gratitude in the lessons. Can you walk us through that just a little bit deeper? Because that's such a profound thing to be able to do. Yeah, how do you do it? I mean, you mean like how do I do it? For me, I went to a coach like a year, 12, 15 months ago. And I said, look, I'm getting ready to become very successful. And it was kind of silly to say, but I was like, I'm so unbelievably confident in what's getting ready to unfold in my life. I was like, but I know if I don't get over this thing, whatever it is, I can feel it. I don't know what it is. I can't see it. I can't touch it. I can't feel it. But I know if I don't get through it, I'm going to squander whatever this new success is. And he sat me down. He's like, just look back at all of your past experiences. And he had me read a book. I can't remember it, but he had me start practicing this thing called duality. He said, I want you to look at all the worst things that have ever happened to you in your entire life and write out what they were, what the actions were and why they were bad. And then I want you to spend some time around really being intentional. What were the two or three good things that came from all those awful things that happened to you? And as I went through that exercise, I really, really, really became like grew to understand. I was like, man, all these things that happened sucked a lot. Like, I don't want to relive them. I don't want to have to learn that lesson the same way. They suck so bad. But man, it led to this and this and this and this and this.